Hi, ihr Lieben. Ich habe gedacht, ich erzähle euch jetzt heute mal was. Wie ist das eigentlich, wenn man mit Kindern in Urlaub fährt, mit Kind und Kuscheltier im Gepäck? Weil ganz viele denken ja, oh Gott, ja, wenn ich schwanger bin, kann ich nie wieder in Urlaub. Mein Leben ist vorbei. Oder jetzt sind die Urlaube immer noch, also es gibt vielleicht noch Urlaube, aber die sind völlig lame. Und ganz in echt ist ein Urlaub mit dem Kind überhaupt nicht lame, das ist eine echte Abenteuerreise. Aber es gibt da so ein paar Dinge zu beachten, die sich einfach lohnt im Vorfeld zu beachten, damit so ein Urlaub Spaß macht. Denn so ein Kind ist ja nicht nur irgendwie so ein Gepäckstück, was wir mitnehmen, sondern dieses Kind hat ja seine ganz eigenen Bedürfnisse so für den Urlaub. Das ist ja eine ganz eigene Persönlichkeit. Und da lohnt es sich bei der Planung echt schon mal so ein bisschen drüber nachzudenken, okay, dieser kleine Zuselzwerg, was könnte der wohl brauchen, wenn wir in Urlaub fahren? Was ist für den wichtig? Und für diesen kleinen Zuselzwerg ist es wichtig, dass der, wenn er irgendwo hinreist, dass er vor allen Dingen seine Rituale hat, dass er seine vertrauten Tagesabläufe hat und dass, wenn er irgendwo hinfahrt, dass jetzt nicht eine Region ist, wo es wahnsinnig heiß oder wahnsinnig kalt ist, weil diese Zwerge sind wahnsinnig empfindlich auf Temperaturschwankungen. Und das geht bei denen auch relativ schnell, dass sie dann, wenn da ein Klima ist, wo wahnsinnig heißer Wind ist zum Beispiel oder es sehr schwül heiß ist, dass sie dann auch sowas wie einen Hitzestau kriegen. Also dass man da wirklich, oder auch gar einen Hitzschlag, also dass es denen da gar nicht wohl gefällt. Und bevor die sowas kriegen, werden die wahnsinnig heulig. Und das macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Denen, die fühlen sich nicht wohl, die heulen irgendwie nur rum und das ist irgendwie nicht schön. Wenn ihr also mal gleich so plant, dass ihr in eine Region fahrt, wo es wohltemperiert ist, da wird sich euer Kindchen auf jeden Fall richtig wohlfühlen. Und dann denkt unbedingt dran, dass ihr in eine Region fahren solltet, wo jetzt irgendwie nicht die Sicherheitslage schwierig ist. Na, also Kinder sind Abenteuer genug. Wir brauchen jetzt nicht auch noch ein Abenteuer im Zusammenhang mit, es gibt politische Unruhen oder sonstige Schwierigkeiten, und die brauchen natürlich auch eine gute medizinische Versorgung möglicherweise, und die sind schon empfindlich auf hygienische Probleme. Und es hat ja jedes Land so seine eigenen Keime und Viren, und auf die sind wir Erwachsene ja schon auch ziemlich anfällig, dass wir uns da irgendwelche Magen-Darm-Trakt-Infekte da einsammeln. Kinder mit so einem Immunsystem, was erst wachsen muss, sind da natürlich echt noch viel gefährdeter als wir, weil die damit ja noch viel weniger klarkommen. So, das würde ich auf jeden Fall in der Planung dieser Reise, die ihr so macht, bedenken. Und da kommt eine ganze Menge an Ländern zustande. Also das ist nicht nur irgendwie, weiß ich, der Urlaub bei Schwiegermuttern oder irgend sowas. Da könnt ihr schon echt richtige Reisen machen. Und dann lohnt es sich auch zu gucken, dass man irgendwo hinfährt, wo man nicht so Spezialimpfungen braucht. Ihr wisst ja, wir fangen ja an mit diesem Impfschema, um so eine Grundimmunisierung zu kriegen, relativ früh bei den Kindern. Aber dann müssen die ja auch erstmal noch wirken und die Kinder müssen Immunschutz aufbauen. Und es gibt eben eine ganze Menge Impfungen, die man möglicherweise brauchen kann, oder eine Malaria-Prophylaxe, die Säuglinge ja einfach noch gar nicht dürfen. Das heißt, da solltet ihr im Vorfeld echt auch aufpassen und denkt unbedingt dran. Und das gilt auch für europäisches Ausland. Die Kinder brauchen einen Kinderausweis oder einen Reisepass, um mit euch überhaupt über die Grenze zu dürfen. Und da sind die sehr, sehr streng mit Kindern, die man mitnimmt, weil die wirklich aufpassen, dass nicht Kinder über die Grenze hin und her verschoben werden. Und wenn Kinder in so einem Alter sind, wo die noch nicht sagen können, das ist meine Mama oder das ist mein Papa, und ihr habt keine Ausweise dabei, dann macht das wirklich richtig mächtigen Ärger. Also bitte fahrt auch in benachbarte, auch europäische Länder, nicht ohne einen Kinderausweis mit eurem Kind, oder wenn halt ein Reisepass erforderlich ist, dann halt entsprechend mit einem Reisepass.
Und das ist sehr lustig, da braucht ihr natürlich ein biometrisches Bild, das funktioniert aber ganz gut. Da setzt ihr euch zusammen mit diesem Kind, was ihr dann so aufrecht auf eurem Schoß haltet, vor diese Kamera und dann werden diese biometrischen Bilder auch von den Säuglingen gemacht und das geht auch total schnell und rucki-zucki und die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Also das funktioniert ganz gut. Denkt dran, das plant ihr mal ganz gut. Ja, es kann durchaus auch sein, dass Kinder mit 4 Monaten schon zahnen. Die können im Übrigen auch schon viel früher zahnen. Und wenn ihr also in Urlaub reist, wann fangt ihr denn an zu reisen? Jetzt können ja Kinder haben ja dauernd irgendeine Krise und es kann sein, die zahnen gerade klar, dann fahrt ihr trotzdem in Urlaub. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, dass eure erste längere Urlaubsreise erst dann ist, wenn dieses Wochenbett vorbei ist und ihr euch als Familie eingegroovt habt. Und gerade wenn es dann auch sowas ist wie eine Flugreise oder irgendwas, was wirklich länger geht, dann ist es sehr cool, wenn die Kinder schon so akklimatisiert sind, dass sie keine abendlichen Schreistunden mehr im Nachtflieger auf die Malediven hinlegen. Das stresst euch, das stresst das Baby, das stresst die Mitfliegenden. Also, dass ihr da irgendwie so ein bisschen abwartet, bis dieses Kind so halbwegs akklimatisiert ist und dann ab in den Urlaub. Das könnt ihr dann auf jeden Fall machen, ne? So, und wo fahrt ihr hin? Das ist natürlich auch immer abhängig davon, wie viel Zeit habt ihr überhaupt, ja? Es lohnt sich nicht, auf die Malediven zu fliegen mit eurem Kind, wenn ihr nur eine Woche Zeit habt, weil das ist echt, da ist diese Reise ist wahnsinnig lang. So eine Reise ist immer für so ein Kind, natürlich auch für euch, aber für so ein Kind richtig Stress. Und dann steht das alles überhaupt nicht mehr im Verhältnis. So, und das heißt, ihr guckt mal so ein bisschen, was passt zu der Urlaubslänge und so weit geht ihr. Und dann ist die Frage ja, okay, welches Reisemittel nehmt ihr? Das ist natürlich auch abhängig vom Urlaubsort. Es gibt Urlaubsorte, die sind mit dem Auto zu erreichen. Und das finden ganz viele Eltern auch ganz praktisch, weil dann stopft man diesen ganzen Kram, den man so braucht, halt ins Auto, tingelt los, hat aber natürlich den drastischen Nachteil, dass man da echt auch im Stau hängt. Und wenn so ein Kind da brüllt, na, das muss angeschnallt sein, es muss angeschnallt bleiben während dieser Autofahrt in dieser Autoschale im Autokindersitz. Und ihr solltet unbedingt alle 2 Stunden eine Pause einplanen. Und zwar nicht einfach eine, wo ihr mal kurz tankpieseln geht, irgendwie euch ein Getränk reinzieht und weiterfahrt, sondern wirklich eine Pause, wo dieses Kind rauskommt aus dem Sitz, wo dieses Kind bewegt wird, wo es eine andere Position hat, wo ihr vielleicht ein bisschen spazieren schiebt, damit dieses Kind da mit kann. Also Reisen, die länger sind als 2 Stunden, da solltet ihr auf jeden Fall auch sehr viel Zeit für Pausen einplanen. Und wenn ihr dann so eine Reise habt von 6 Stunden, habt ihr alle 2 Stunden eine deutlich längere Pause drin und entsprechend dauert eure Reise halt plötzlich 8 oder 10 Stunden, ne? Also ihr braucht dann einfach länger. Aber das macht was aus. Ihr kommt nämlich dann viel entspannter am Urlaubsort an. Jetzt kann es sein, ihr nehmt den Zug, das ist natürlich super, weil der Zug hat keinen Stau, sondern nur die Verspätung der Deutschen Bahn. Und da könnt ihr im Vorfeld euch ja auch Sitze reservieren, da könnt ihr euch vielleicht auch ein Kinderabteil reservieren und ihr könnt vor allen Dingen euch mit diesem Kind bewegen. Und dieses Kind kann da ja entweder im Trageteil mitfahren oder im Kinderwagen mitfahren und ihr seid da insgesamt beweglicher. Das heißt, die Kinder werden diese Zugreise auf jeden Fall deutlich stressfreier mitmachen. Da lohnt es sich aber im Vorfeld gut zu planen, was müsst ihr eigentlich einpacken, weil ihr habt dann natürlich echt ein ganz schönes Geschlepp für diese vielen Personen, die ihre eigenen Koffer nicht selber tragen, nämlich euer Baby, ne? Und ihr habt das dann natürlich auch noch dabei und entsprechend müsst ihr da halt schon gut gucken, was braucht man. So, also das ist das, was geht. Und wenn ihr natürlich weiter weg geht, dann braucht ihr einen Flieger oder es lohnt sich dann halt auch einen Flieger zu nehmen. Und das solltet ihr euch unbedingt vorher mit der Fluggesellschaft in Verbindung setzen, wie die das handhaben mit diesem Kindersitz. So rein theoretisch dürfen kleine Kinder, also Säuglinge, noch bei euch jetzt auf dem Schoß sein und mit so einem Zusatzgurt angeschnallt werden an euch. Die sind aber
nicht besonders sicher. Also auf jeden Fall ist es nicht ganz so günstig, wenn die Kinder damit fliegen. Viel besser ist, wenn diese Kinder in ihrer Kinderschale, ne, in ihrem Autositz einen eigenen Sitz haben und mitfliegen. Und manche Fluggesellschaften haben sogar so Babybetten, die sie an diesen Sitz dran machen können, wenn ihr so längere Flüge vor euch habt. Auch da erkundigt euch mal. Wenn ihr euren eigenen Autokindersitz mitnehmt, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass der eine Zulassung hat für Flugzeug. Also die sind dann TÜV zertifiziert, dass man die im Flugzeug auch benutzen kann und dann könnt ihr die auch benutzen. Und logisch, wenn ihr einen Kinderwagen im Gepäck habt, den dürft ihr dann natürlich auch noch mitnehmen. Also ihr müsst nicht euch für das ein oder andere entscheiden. Ja, und dann ist die Frage, ja, 5 Monate altes Kind, na, kann dies jetzt schon in den Urlaub dort, wo 36 Grad ist? Das ist ja bei uns so, dass wir hier ja auch 36 Grad haben können im Sommer. Also alle Temperaturen, die bei uns so vorkommen, da könnt ihr mit dem Baby natürlich auch hin und denkt eben dran, diese Kinder brauchen dann halt mehr zu trinken, als sie es bei uns brauchen, wenn wir gerade aus 20 Grad anfliegen. Also die brauchen dann halt die gleiche Versorgung, die wir halt so brauchen, wenn wir hier die 36 Grad haben oder die unsere Babys brauchen, wenn wir hier die 36 Grad haben. Wenn ihr also da an diesem Urlaubsziel angekommen seid, dann ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr dann erstmal echt Zeit einplant, dass sich euer Kind akklimatisiert. Und dann ist es halt wirklich gut, ihr habt Rituale auch zum Einschlafen entwickelt, die ihr mitnehmen könnt. Also wenn ihr zum Beispiel eurem Baby beigebracht habt, es kann nur schlafen, wenn die Rollläden total dunkel sind, dann wird es natürlich eher schwierig werden, dass euer Kind irgendwie am Urlaubsort schläft, wenn es dort nicht eben auch Rollläden gibt. Wenn ihr ihm angewöhnt habt, dass es nur in der Federwiege schläft und ihr habt die Federwiege nicht dabei, dann habt ihr da halt auch eher ein Problem. Und deshalb ist so mein Ding, gewöhnt diesen Kindern unbedingt Einschlafrituale an, die ihr überall umsetzen könnt. Und möglichst auch ohne, dass sie nerven. Na, also es nervt in Fliegern, die meisten Mitflieger maßlos, also die da mit euch drin sitzen, wenn da in einer Tour eine Spieluhr Lalilu daddelt. Aber wenn ihr da leise in eurer Mama- oder Papa-Stimme diesem Kind ein Abendlied vorsingt, dann nervt das die Mitreisenden auch viel weniger. Und es macht ja was mit einem. Wenn man so genervte Blicke von Mitreisenden kriegt, dann kann man immer noch denken, boah, die sind echt total bescheuert. Aber man wird ja trotzdem eher nervös. Und wenn man selber nervös ist, dann schläft dieses Kind halt einfach nicht so schlimm. Und insofern nicht so gut, ne? Also dann wird es einfach viel, viel unentspannter. Und deshalb würde ich euch echt dringend empfehlen, lasst es am Urlaubsort entspannt angehen und fangt dann an, ja, mit diesem Kind auch Dinge zu machen, auf die das Kind Lust haben kann, ne, die das Kind nicht überfordert. Was sehr cool ist, wenn ihr noch stillt, ne, dann könnt ihr zum Start und zur Landung im Flieger, weil da ist ja dieser Druck und ich weiß nicht, wie empfindlich ihr seid auf diesen Druck. Ich bin irre empfindlich beim Fliegen auf den Druck. Und Kinder sind da durchaus auch sehr empfindlich auf diese unterschiedlichen Druckverhältnisse in den Ohren. Was ich dann aber irgendwie mit Spezialohrstöpsel und Kaugummi rette und ganz oft Nase schneuzen, ne, um diesen Druck hinzukriegen, das können Kinder ja noch nicht. Aber ihr könnt diese Kinder anlegen an die Brust oder wenn ihr eine Flasche füttert, könnt ihr ihnen eine Flasche anbieten. Oder womit dieser Druckausgleich auch funktioniert, ist mit einem Schnuller. Also bei Start und Landung stillen, Flasche oder Schnuller hilft diesem Kind auf jeden Fall, dass es das Fliegen locker wegsteckt. Und es gibt in der Tat auch Kinder, denen macht das überhaupt nichts aus. Na, also die können da super gut mitstarten und mitfliegen und mitlanden und die sind da völlig entspannt und relaxed. So, also das ist so das, was ich euch wahnsinnig gerne mitgeben würde für die Zeit. Denkt dran, also die Kinder brauchen dort deutlich mehr zu essen, zu trinken. Ihr solltet dafür sorgen, dass ihr genug Nahrung dabei habt. Kümmert euch um das, wie ist es mit diesen hygienischen Voraussetzungen? Kann man Leitungswasser benutzen? Braucht man Wasserflaschen?
Also die man dann halt zum Beispiel für die Säuglingsnahrung zum Anrühren benutzt, seid da auch wirklich großzügig und macht euch dann einfach mit euren Kindern einen schönen Urlaub. Schützt sie vor UV-Strahlung. Und die ist in Deutschland krass, was die UV-Strahlung angeht, aber die ist natürlich in zum Beispiel schon in Südeuropa viel, viel krasser. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So, und darf so ein Kind dann ins Wasser und ins Meer? Und ab welchem Alter darf es das? Also, ihr solltet halt auf jeden Fall aufpassen, dass eure Kinder nicht in Seen oder Meere einfach losrobben, loskrabbeln und dann können die da ertrinken. Bitte passt da schon mal wahnsinnig auf, ne? Die Kinder brauchen, sind ja Säuglinge und die sind, was kaltes Wasser angeht, sehr empfindlich. Das heißt, ich würde jetzt nicht mein Kind nehmen und damit es auch mal ein Meerfeeling gibt, das Kind ins Meer stopfen. Aber wenn ihr dann mit eurem Kind so am Strand seid und da ist das Wasser ganz flach und es ist auch richtig schön warm und das Kindchen hat da Lust, da drin zu platschen oder seine Füßchen reinzustrecken oder vielleicht hat es auch Lust, da mit euch reinzusitzen. Dann darf das natürlich auch ins Wasser. Achtet aber drauf, dass es da nicht blau wird und irgendwie auskühlt. Ja, das tut dem Kind dann natürlich nicht so gut. Und das Kind darf da nicht nackt rein im Sinne von, da kommt UV vom Wasser und vom Himmel an euer Kind ran. Da braucht ihr wirklich Klamotten und ganz unbedingt einen Sonnenhut. Ne? Also, der da wirklich mit Schirm und Nacken bedeckt, dieses Kindchen schützt. Also, ihr könnt es ausprobieren, ob euer Kind sich da wohlfühlt und denkt dran, auch für ganz kleine Säuglinge gibt es ja schon so Schwimmdinge, aber die sind insofern im freien Wasser auch saugefährlich, weil Wind das Kind auch wegtreiben kann. Also sichert das an euch ab. Es darf nichts passieren. Na, dann, sonst ist der Urlaubsspaß dahin für euch und euer Kind. Und das ist tatsächlich ja nicht der Plan. Das ist so das, was ich euch total gerne mitgeben würde. Und freut euch einfach auf Urlaub. Ne? Und wenn da euer Kind unterwegs Zähne kriegt, hat es genauso gute oder schlechte Laune, wie es es zu Hause hat. Das ist ja völlig okay. Ne? Und das wird dadurch jetzt nicht schlimmer oder so. Einfach, dass ihr halt wisst, ihr seid mit dem kleinen Kind in der Entwicklungsphase und wenn sich so ein Kind entwickelt, dann ist es mal unzufrieden, dann braucht es natürlich auch häufiger was zu trinken, das ist auch klar. Aber wenn ihr das da locker und entspannt nehmt, dann funktioniert das ganz wunderbar. Ihr hattet auch noch so andere Fragen, ne? Sowas wie schwangerschaftsspezifische. Du hattest irgendwie die Sonnencreme an sich, welche Sonnencreme man nimmt. An sich sollen ja Säuglinge keine Sonnencreme, weil die ja absolut nicht in die Sonne sollen. Aber das ist ja natürlich nicht 100% absicherbar. Und deshalb nimmt man auf jeden Fall eine Sonnencreme mit einem ganz hohen Lichtschutzfaktor. Man nimmt auf jeden Fall eine Sonnencreme, die mit mineralischen Stoffen arbeitet. Das sehen die aus, als wäre sie in Kreide gepudert. Ne? Das ist super wichtig und dann sollte da auch kein Aluminium und Titandioxid drin sein, weil die Kinder essen es ja auch. Und deshalb lohnt es sich da auf jeden Fall im Biosegment nachzugucken, dass da nur Zutaten drin sind, die die Kinder natürlich nicht als ideale Säuglingsernährung haben, das ist auch klar, aber dass wenn sie die von, das von den Fingerchen abschleckern, dass es sie sich jetzt damit auch nicht schaden. Ne? Also deshalb wäre ich da auf jeden Fall extrem vorsichtig. Trotz Sonnencreme brauchen Kinder eine komplette Schicht Minimum Klamotten über sich drüber. Unsere Nacktkörperkultur ist nicht gesund für uns, was angeht UV-Strahlung und Hautkrebsprophylaxe und für Säuglinge mit ihrer wahnsinnig empfindlichen Haut. Das ist ja unser größtes Organ, ne? Die sind da wirklich ganz anfällig. Also bitte, das macht ihr bitte nicht. So gern ihr vielleicht euch grillt, ja. Und ihr ja wisst, dass es ungesund ist, wenn wir uns am Strand bräunen. Aber dass ihr das auf jeden Fall nicht mit dem Kinde tut, ja. Also da passt bitte auf. Du fragst, ob dein Kind, wenn das 9 Wochen alt ist, ob das in Ordnung ist, ob du alle
4 Stunden nur stillen sollst, wenn ich deine Frage richtig verstehe. Nein, wir stillen ganz unbedingt die Kinder nach Bedarf. Und wenn diese Kinder häufiger als alle 4 Stunden kommen, dann kommen sie häufiger. Und wenn sie ein bisschen seltener kommen, kommen sie seltener. Aber gesunde Kinder kommen tagsüber eigentlich eher öfter als alle 4 Stunden. Und vielleicht schlafen sie nachts ein bisschen länger durch. Und nein, Kinder dürfen, Säuglinge, auf keinen Fall Wasser oder Tee und schon gar nicht aus der Flasche. Kinder haben Durst, das ist klar, aber Säuglinge stillen ihren Durst eben nicht über Wasser oder Tee, sondern die stillen ihren Durst in der Tat über Milch, weil die brauchen zum Verdauen des Wassers oder zum Verstoffwechseln, Verarbeiten des Wassers in ihren Organen, nämlich auch Eiweiße, Fette und Mineralien. Und das ist eben in Wasser nicht drin. Wenn es ganz dumm läuft, ne, dann haben die Kinder zu viel Wasser geschluckt und dann kommen die in ein Problem mit ihren Nieren und den Elektrolyten. Also das ist gar nicht gesund und dann fangen die an, Wasser in den Kopf einzulagern. Wir nennen sowas ein Hirnödem. Also das darf wirklich nicht passieren. Wasser oder Tee brauchen die Kinder frühestens, wenn die selber Beikost essen und wenn die selber dieses Becherchen in die Hand nehmen und selber trinken. Und ich persönlich rate nicht zu Tee, weil Tee hat ja immer auch eine medizinische Wirkung. Wenn es einen medizinischen Grund gibt, ne, dann ist Tee vielleicht gut, aber als Getränk würde ich den eher nicht nehmen, weil bei Tee, der verhindert oder erschwert auch die Eisenaufnahme. Und Kinder brauchen wahnsinnig viel Eisen, ne, um ihr Blut gut zu bilden, um ihre wachsenden Organe gut mit Sauerstoff zu versorgen. Und das ist ohnehin schwierig, denen ausreichend Eisen zu geben. Und wenn wir die jetzt mit Tee zusätzlich ernähren, dann erschweren wir diese Eisenresorption. Das heißt, Tee würde ich erstmal gar nicht nehmen. Und Kinder, die selber essen und trinken, die trinken auch Wasser. Also ich habe jetzt noch nie ein Kind gesehen, was, wenn es in dem Alter anfängt zu trinken, es nicht Wasser trinken würde. Und die, die das noch nicht trinken, die sind eben in dem Alter, dass sie in der Tat auch noch Milch brauchen zum Trinken. Also bitte, bitte. Säuglingsgetränk ist ganz unbedingt Milch. Ich sage immer so locker, ne? Ihr kennt mich ja schon, ich habe ja auch immer lockere Sprüche drauf, aber man hört ja auch manchmal, ja, das Kind braucht ja unbedingt Tee zu trinken oder Wasser, und dann stelle ich immer so die Gegenfrage an die, die sowas behaupten, ob sie schon mal gesehen haben, dass so ein Kälbchen Tee oder Wasser trinkt. Ne? So ein Kälbchen trinkt auch Milch, und so ist es ja auch mit unserem Menschen. Säugling, der braucht halt eben auch Milch. Nur so ein Kälbchen ist natürlich schneller von der Brust entwöhnt, als es jetzt das Menschenbaby ist. Aber wir Menschen, wir müssen natürlich auch mehr entwickeln, als jetzt so ein Kälbchen entwickeln muss. Also wir brauchen ein bisschen länger, bis wir soweit sind. Also, insofern stillt bitte ganz unbedingt eure Kinder nach Bedarf. Und gerade wenn es heiß wird, brauchen diese Kinder häufiger was zu trinken, und dann kommen die auch häufiger an die Brust, dann trinken die nicht so ewig, ne? Aber dann kriegen die häufiger ihr Trinken und dann geht's denen auch perfekt. Also das ist auf jeden Fall richtig wichtig. Lasst euch das mit dem Wasser und dem Tee bitte auf keinen Fall aufschnacken. Ja, und logisch, und wir haben hier gerade eine schwangere 38. Woche, sie hat keine Lust mehr. Logisch hat man zum Schluss keine Lust mehr. Das gehört dazu. Weil wenn wir Lust hätten auf schwanger sein, dann würden wir niemals Wehen entwickeln. Trotzdem braucht unser Baby die Zeit, um sich zu entwickeln. Und deshalb brauchen wir für unser Baby Geduld. Und wenn ihr wisst, dass so ein Menschenbaby, selbst wenn es terminreif geboren wird, ist es immer noch mindestens 3 Wochen unreifer als ein Affenbaby, na, also ein Schimpansenbaby. Das heißt, unsere menschlichen Säugetiere kommen ohnehin total unreif. Und wenn die dann noch in der 38. Woche kommen oder halt deutlich früher, dann können die ja schon atmen und die können auch trinken und solche Dinge. Aber
Die sind wirklich ganz unreif und brauchen ganz lange Nachbrütephase. Denen gefällt die Welt nicht so richtig gut, außer wir haben die in einer Tour an uns. Ne? Also, und das ist natürlich viel, viel aufwendiger, als wir haben die Babys noch im Bauch. Also ab der 33. Woche können Säuglinge atmen, wenn sie geboren werden. Die können auch saugen. Ne? Die sind schon echt ziemlich weit entwickelt und fit, aber jeder Tag, jede Woche länger, die dann in Richtung Termin Zeit haben, in dieser behaglichen Umgebung zu lernen und sich zu entwickeln, umso besser ist es halt für unsere Kinder. Und klar, es wird gegen Ende beschwerlich. Das macht uns dann ja auch willig, unsere Kinder zu gebären. Also insofern ist es in der Tat richtig wichtig. Und dann höre ich auch immer wieder, oh, ich kann nicht mehr, das Baby soll jetzt unbedingt kommen, bitte einleiten oder was auch immer. Was ist das denn für eine Idee? Gerade eine Geburt ist ein Marathon. Wer nicht mehr kann, ist ja überhaupt nicht fit für eine Geburt. Also gerade dann ist es wichtig, nochmal zu schlafen, zu entspannen, Kräfte zu sammeln. Und gerade wenn man dann sagt, es wird eine Einleitung, das ist ja nicht einfacher, als sein Kind einfach so zu kriegen. Dafür braucht man also mehr Kraft. Und deshalb ist die erste Prämisse, wenn Zeit ist, wenn es keine medizinischen Indikationen gibt, dieses Kind einfach kommen lassen, dann, wenn es kommen möchte, und in aller Seelenruhe sich erholen, so gut es eben geht mit so einem Baby im Bauch. Also das ist auf jeden Fall richtig wichtig. So, ihr Lieben, wenn ihr mich braucht und ihr habt persönliche Fragen, meldet euch super gerne. Ihr findet den Link in der Bio. Ihr geht dann hin und macht einen Kontakt mit mir. Dort findet ihr natürlich auch die Kurse. Und natürlich komme ich wieder zu euch ins Live. Und ich freue mich, wenn ihr da seid. Genießt den Abend. Bis dann.